Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich einmal mehr Frau Nonnemacher für ihre Rede hier danken. Ich will auch zu Beginn sagen, dass ich gar nichts von diesen Klamauk-Vorwürfen halte, die da zum Teil durch die Presse gingen, weil ich glaube, Sie sind alles kluge Leute und Sie wissen schon, was Sie tun. Ich habe nur den Eindruck, dass Sie ein bisschen zu sehr Spieler sind und das Ganze hier auch ein bisschen zu sehr als Spiel betrachten. Ich würde mich gern mit Ihren Argumenten in der Sache auseinandersetzen. Punkt 1 ist, Sie haben, Herr Redmann, in Ihrer Rede gesagt, wann ist der Zeitpunkt für Neuwahlen? Und ich glaube, da sind wir uns hoffentlich doch eigentlich einig, Neuwahlen sind nicht der erste oder auch nicht der zweite Schritt, sondern sind das allerletzte Mittel. Das allerletzte Mittel, wenn sonst nichts mehr geht. Wenn eine Regierung keine Mehrheit mehr hat oder ein Ministerpräsident die Vertrauensfrage stellt. Aber genau in dieser Situation sind wir nicht. Und bei allem Respekt, Herr Redmann, Ihre politische Unzufriedenheit ist noch keine Rechtfertigung für Neuwahlen. Ich glaube, wir haben hier eine Aufgabe zu erfüllen, für die wurden wir für 5 Jahre gewählt und das kann man nicht einfach so beliebig wegschmeißen. Damit kann man nicht so beliebig umgehen, wie Sie es hier gerade suggerieren. Punkt 2. Sie sagen, es fehlt Mut und Kraft. Und da bin ich in einer besonderen Situation, auch innerhalb der Koalitionsfraktion, und sage Ihnen, ich finde, das, was der Ministerpräsident und was die Koalitionsfraktion hier gemacht haben, ist gerade ein Ausdruck von Mut und Kraft. Und im Gegensatz zu Ihnen zollt die gesamte kommunale Familie der Regierung dafür auch durchaus Respekt. Das sollte Ihnen vielleicht auch mal zum Nachdenken geben. Und wenn man sich dann die Regierungserklärung heute anschaut, auch für diejenigen, die vielleicht vorher darüber nachgedacht haben, ob Neuwahlen was Gutes wären oder nicht, da kann ich nur für mich festhalten, da gab es eine Rede von Herrn Kalbitz von 10 Minuten, die ungefähr in dem Duktus war von dem, was wir gerade von Herrn Galau gehört haben, mit Volldampf in Richtung Dritte Weltland. Also so ein Blödsinn, bei allem Respekt, Entschuldigung, das kann einfach nicht wahr sein, dass hier so etwas geäußert wird. Das hat mit der Realität gar nichts zu tun. Und von Herrn Senftleben habe ich eine halbe Stunde lang eine Fehlerbeschreibung und eine Problembeschreibung gehört, aber keine einzige Antwort. Und vom Ministerpräsidenten habe ich ja Antworten gehört. Das heißt, selbst wenn es Neuwahlen gäbe, dann wüssten die Brandenburger und Brandenburger seit heute auch, dass es hier möglicherweise nur 2 Fraktionen oder 3 Fraktionen gäbe, die mit Antworten aufwarten können. Punkt 3. Ihre Forderung, werte Kollegen der CDU, basiert auf einem ganz spannenden Gedanken. Er basiert auf der Tatsache, dass etwas, was Sie nicht wollten, nicht passiert ist. Das ist schon irgendwie auch ein bisschen absurd. Ich weiß gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Sie reagieren darauf, dass etwas nicht passiert ist, nicht darauf, dass etwas passiert ist, was Ihnen nicht gefällt. Und Sie bekommen, was Sie wollen und beschweren sich dann darüber. Oder frage ich Sie, wo gibt es denn so etwas noch im Leben? Ja? Sie bekommen, was Sie wollen und dann beschweren Sie sich darüber. Und das erinnert mich so ein bisschen. Das erinnert mich an die Debatte zur Funktionalreform. Da habe ich, ich erinnere mich noch genau, ich war da im Sozialausschuss zu dem Zeitpunkt noch mit Frau Augustin, mit Frau Schier, mit Herrn Nofka, haben wir in diesem Ausschuss dafür gekämpft, dass Dinge, die wir für falsch hielten, übrigens auch mit Frau Nonnemacher, bei der Funktionalreform am Katalog, dass die da rausgenommen werden. Das ist in anderen Ausschüssen auch passiert. Frau Lehmann war auch mit dabei und andere Kolleginnen und Kollegen. Und es ist sogar gelungen. Und da waren wir eigentlich auch froh darüber, dass Dinge, die wir für nicht sinnvoll halten, dann rausgenommen wurden. Und danach stellen Sie sich hin und sagen, also diese Funktionalreform, die Regierung hat ja diese Funktionalreform völlig kaputt gemacht, die meinen das ja gar nicht ernst mit dieser Verwaltungsstrukturreform, die haben ja die Grundlage genommen. Das ist ungefähr das Gleiche, was Sie ja auch tun. Ich finde das wirklich nicht redlich im Umgang miteinander. Und dann will ich Ihnen noch einen Gedanke mitgeben. Und zwar eine Frage, die sich mir gestellt hat, als Sie diesen Antrag eingebracht haben. Und zwar die Frage, was passiert mit diesem Haus und was passiert mit Politik, wenn wir so mit Erkenntnisgewinn umgehen und wenn wir uns Erkenntnisgewinn gegenseitig nicht mehr zugestehen wollen. Wenn wir Einsicht zur Schwäche deklarieren und wenn wir mit möglicherweise Fehlern, die eingesehen wurden, dann in dieser Art und Weise umgehen. Provozieren wir damit nicht eine Politik des Durchziehens, eine Politik, die eben auch keine selbstkritischen Fehlerdiskussionen führt? Provozieren wir nicht genau das damit und damit eine Politik, die wir hier alle nicht haben wollen und an der dieses Land auch kein Interesse haben darf? Ich glaube, dass genau diese Gefahr an der Stelle besteht und dass Sie auch
Grund hätten, darüber nachzudenken. Und ich finde, dass hier ein mutiger Schritt gegangen wurde und würde mir tatsächlich auch wünschen, ähnlich wie Herr Lüttmann, und ich meine das auch nicht scherzhaft, ich würde mir wünschen, dass Sie diesen Antrag zurückziehen und wir über das Wie weiter miteinander reden. Und vorhin haben wir genug Dinge gehört an Gemeinsamkeiten bei genau dieser Frage des Wie weiters. Frau Präsidentin, ich überziehe sonst nie, bitte gestehen Sie mir noch 10 Sekunden zu. Genau um diese Frage geht es doch jetzt. Und da haben wir genug Gemeinsamkeiten. Und daran könnte man jetzt anknüpfen. Und ich glaube, dass genau das die Aufgabe des Parlaments in der aktuellen Stunde jetzt hier ist. Das ist die Aufgabe und nicht Neuwahlen. Ja, ich komme zum Schluss. 10 Sekunden um. Ich würde Sie wirklich bitten, darüber nochmal nachzudenken. Wir haben hier eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen für 5 Jahre. Wir wollen dieser gerecht werden und gerne auch in Zukunft wieder ein bisschen mehr gemeinsame Verantwortung für dieses Land. Herzlichen Dank.